Digitale Technik, das war in den 80ern noch Science Fiction. Als einer der ersten durfte Stefan Roloff mit dem damals heißen Scheiß experimentieren. Mit Erfolg. Berlin Eastside Gallery. Hier stand einst die Mauer, die Deutschland teilte. Nun gibt es hier Kunst zu sehen. Der Künstler Stefan Roloff. Ein Multitalent und Pionier der Musikvideogeschichte. Peter Gabriel suchte damals auch nach Ideen für neue Videos, um eine andere Form von Video zu machen, um in diese neue Zeit sozusagen richtig voll einsteigen zu können. Damals, das sind die 80er. Und die neue Zeit leuchtet digital am Horizont. Roloff lebt in New York und lernt Peter Gabriel kennen. Der Musiker gewinnt 1987 mit Sledgehammer den MTV Video Music Award. Vorläufiger Höhepunkt einer Entwicklung, die am New York Institute of Technology beginnt. Roloff wird eingeladen und experimentiert mit brandneuer Technologie, die zuvor dem Militär vorbehalten war. Es war der Moment, in dem die digitale Welt von dem Pentagon sozusagen der Öffentlichkeit oder der Privatsektor übergeben wurde. Das war ein großes Privileg, weil es wirklich mir die Möglichkeit gab, als sozusagen einer der allerersten mit dieser ganz neuen Geschichte, die man vorher nicht kannte, bekannt zu werden oder mich da einzufühlen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das erste Projekt, das er mit den neuen Werkzeugen realisiert, ist ein Video mit der Band Suicide. Der Titel Face. Das Ziel, ein Blick unter die Oberfläche. Face war insofern innovativ, als es ein Bild in Bewegung setzte. Dass man tatsächlich mal sehen konnte, wie ist der Prozess, wie ein Bild gemalt wird. Roloff arbeitet schon lange mit Musikern zusammen. Vor allem mit Martin Rev. Mit ihm entstehen diverse Arbeiten, in denen sich Musiker und Künstler auf Augenhöhe begegnen. Genauso wie mit Peter Gabriel, auch wenn der das Meilenstein-Video zu Sledgehammer trotz dessen Vorarbeit ohne Roloff realisiert. Es war tatsächlich so, dass andere die Lorbeeren geerntet haben. Das lag allerdings nicht an Peter Gabriel, sondern an ein paar Anwälten, die uns auseinanderbringen wollten und das auch leider für eine gewisse Phase geschafft haben. Er kam dann ja später wieder und hat sein nächstes Video mit mir gemacht. In den 80ern hat er die Zukunft geschmeckt. Fast zwei Jahrzehnte später begibt sich der Deutsch-Amerikaner in die Vergangenheit. Sein Dokumentarfilm Die Rote Kapelle beleuchtet künstlerisch innovativ die gleichnamige Widerstandsgruppe aus der Nazizeit, in der sein eigener Vater Mitglied war. Auch das ist eine Geschichte, wo es eben in der Welt des Kalten Krieges eine Oberfläche gab, ganz klar, Spionagegruppe, von Kommunisten geleitet. Und wenn man durchguckt, findet man das Gegenteil. Eine Gruppe, die absolut unabhängig arbeitet. Roloff bleibt sich treu. Wie schon bei Face und anderen Videoarbeiten wühlt er sich durch die Oberfläche. Er gräbt sich mit seiner Kunst durch zum Kern. Mein Konzept ist Oberfläche, das, was man sieht und erkennt, und die dahinterliegende Realität. Und diese beiden zusammen, ja, die erzeugen immer neue Konstellationen, mit denen ich umgehen muss. Auch die Mauer ist für ihn in erster Linie Oberfläche. In den 80ern filmt er die Grenzanlagen vom Westen aus. Jahre später führt der zwischen New York und Berlin pendelnde Roloff Interviews mit ehemaligen DDR-Bürgern. Das Ergebnis, eine Installation mit aufgeklebten Videostills und Statements, ist vor allem an die Gegenwart gerichtet. Es gibt wahnsinnig viele Mauern. Das System Teile und Herrsche ist ein aktuelles System, leider immer. Es wird immer wieder existieren und deshalb ist für mich die Darstellung dieser Mauer jetzt nicht ein historisches Projekt oder sowas, sondern das ist zeitlos. Ob mit Musikvideos, Dokumentationen oder Installationen, ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, Roloff blickt unter die Oberfläche und reißt dabei Mauern ein. Tracks gefällt sowas.